Ja, hi Lukas. Wir wissen, dass es dir ja gerade nicht so gut geht. Also dachten wir uns, machen wir mal ein Video für dich. Das dient ein bisschen zur Motivation, dass du niemals aufgibst. Ja, wir hoffen, es gefällt dir. Viel Spaß beim Video. Hallo Lukas, beiß dich durch, damit du schnell wieder auf die Beine kommst. Also, kämpfen großer. Kämpf Lukas. Glaub an dich und es wird immer weitergehen und ja. Lukas, du weißt, Fußball ist dein Leben, deswegen lässt du dich von so einem kleinen Rückschlag nicht unterkriegen. Ho, Lukas, kämpf dir ja, das wird alles wieder. Dein Scheiß, hast du nicht Moniskus? Den kriegen wir wieder ganz. Das wird alles. Lukas, niemals aufgeben, kämpfen großer. Niemals aufgeben, Lukas. Denk an den Fußball, denk an die Bockwurst und denk an das Bier. So Lukas, gute Besserung und komm wieder auf die Beine. Lukas, du weißt, Fußball ist dein Leben, du kommst zurück, du wirst deine Sachen schon packen und ja. Ja Lukas, ich wünsche dir viel Gesundheit, dass du schnell wieder auf die Beine kommst und wie gesagt, immer nach vorne schauen. Kämpfen, großer. Ja, Lukas, gute Besserung. Ich stehe hinter dir. Grüß dich, Lukas. Ne? Also, wenn ich wieder zurück auf den Platz schaffe, dann schaffst du so wieder zurück. Kämpfen, großer. Kämpfen, Lukas. Kämpfen, Lukas. Kämpfen. Gute Besserung. Komm, Junge, Lukas. Kämpfe, du schaffst das. Bald wieder Fußball. Gute Besserung, Schatz. Du schaffst das, Junge. Kämpfe. Jo, Schätzi, haust du hin. Ne, ich stehe immer hinter dir. Deine Jungs. Genau. Egal was die anderen sagen, du schaffst das schon. Kämpfe zurück. Lukas, komm bald zurück und kämpf auf jeden Fall. Hi Lukas, ich wollte dir nur ganz gute Besserung wünschen und auf eine schnelle Heilung hoffen. Und du wirst wieder Fußball spielen und ich glaube, das wissen wir beide auch. Mach's gut. Besserung, Schatz. Du schaffst das. Kämpfe, Junge. Also auch von mir jetzt nochmal alles Gute, Schätzi. Gute Besserung und ich hoffe, du kommst bald wieder. Und dass du wieder die Abwehrten sicher machst. Wenn du es dann schaffst, dann du, Schürzi. Lukas, du schaffst das. Kämpfe! Jo, Lukas, auch von mir einfach alles Gute, gute Besserung, viel Kraft jetzt auch und wenn es jemand schafft, dann bist ja wohl du das. Hallo Lukas und auch von mir ein paar Worte als dein Trainer. Es war mit Sicherheit ein Schock für dich, als man dir die Prognose im Krankenhaus gegeben hat. Aber Lukas, ein Gewinner ist auch der, der dann aufsteht, wenn er nicht mehr kann. Schätze, jetzt wo der Captain ist, kannst du dich schlapp machen. Also bleib mal wieder schnell fit und bald geht's weiter. Hallo Lukas, ich grüße dich aus Potsdam und wollte dir sagen, das Wichtigste, was du jetzt brauchst, sind gute Kumpels. Und die hast du. Bis bald. Servus Lukas, Markus Stiepermann hier. Ich habe mitbekommen, was hier passiert ist. Und ich wollte dir einfach sagen, Kopf hoch und kämpfe. Du schaffst das. Jeder hat mal schwierige Phasen im Leben und ich denke, du kommst da wieder raus. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao. Hallo Lukas, hier ist Benny und ich habe von deiner schlimmen Verletzung gehört. Trotz alledem immer weitermachen, immer kämpfen, immer vorwärts und irgendwann wird alles gut. Also toi toi toi. Lukas, auch nochmal von uns. Alles Gute, gute Besserung, komm wieder auf die Beine. Ja, du siehst selber, wie viele Leute hinter dir stehen. Sau viele Leute, die einfach mit dir fühlen, die für dich mitkämpfen würden, inklusive uns beiden. Gib niemals auf, egal wie aussichtslos die Situation erscheint. Einer für alle. Alle für einen. Kämpfen, Lukas. Oh, Lukas! Yeah!